Hi, meine lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Food Haul von mir. Ja, dieses Mal live aus der Quarantäne, denn zwei von drei Kindern hatten Kontakt zu Infizierten und da hat uns das Gesundheitsamt letzte Woche in die Quarantäne befördert. Ich habe euch noch groß erzählt letzte Woche, dass ich diese Woche mal wieder zu Lidl will. Ja, das war wohl nichts, wie das Leben halt so spielt. Man kann nicht alles im Voraus planen. Und dementsprechend habe ich dieses Mal wieder den Rewe-Abholservice genutzt. Und meine Schwiegermama war so lieb und hat uns alles geholt. Und bevor es jetzt Tipps gibt, ich weiß, wir hätten auch auf die Gemeinde gehen können, aber meine Schwiegermutter hat es gern gemacht. Und wie es halt bei Schwiegermüttern oder allgemein bei Müttern so ist, die freuen sich ja auch, wenn sie gebraucht werden. Genau, und deshalb haben wir das so gemacht. Alles haben wir leider beim Rewe nicht bekommen. Da habe ich eine E-Mail heute Morgen bekommen, dass es ein paar bestimmte Produkte nicht gibt. Das hat meine Schwiegermutter dann extra geholt. Zeige ich euch aber alles gleich. Und ja, ach so, muss ich vielleicht noch dazu erwähnen, die Kinder wurden beide getestet. Also ja, Sophie und der Janis wurden getestet und Sophiechens Ergebnis ist schon da, sie ist negativ und ich gehe davon aus, dass Janis sein Ergebnis auch negativ sein wird. Nichtsdestotrotz müssen wir bis am Freitag noch hier in der Quarantäne ausharren, bevor der Alltag wieder so normal weitergehen kann. Und jetzt würde ich aber erstmal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Food Haul. So, und wie jede Woche fangen wir selbstverständlich an mit unserem Wochenplan. Den habe ich mir ins Handy eingetippt. Und auch diese Woche ist es wieder so, dass sich jeder ein Gericht ausgesucht hat. Allerdings haben wir letzte Woche, warum auch immer, haben wir so ein, zwei Gerichte nicht gekocht, die eigentlich auf der Liste standen. Ja, unter anderem sage ich euch mal wieder Fischstäbchen, Burger. Seit 4 Wochen wollen wir die essen, ne? Also es wird jetzt echt mal Zeit. Dann habe ich noch Pfannkuchen auf der Liste stehen, wieder eine Kartoffelsuppe. Wir haben sie letzte Woche nicht gegessen, die mache ich jetzt diese Woche. Dann wünscht sich der Janis einmal Schnitzel und Kroketten, da esse ich was anderes. Ich weiß nicht, irgendwie geht es momentan nicht so an mich. Dann hat die Selin sich Burger gewünscht. Für den Christian gibt es einen Hackbraten mit Kartoffeln und Soße. Und Buttergemüse. Genau, das hatte ich ja letztens da bei Lidl, wo es das da gratis gab. Ist ja auch egal. Da kam letztens ein Kommentar rein, das war voll witzig. Das wäre kranker Geiz, wenn man wegen einer Dose Mais, gratis Dose Mais, extra zum Lidl fährt. Ey, sorry. Aber ich kann mir den Mais für 49 Cent gerade noch so leisten. Natürlich nimmt man es mit, wenn man es kostenlos kriegt. Aber ich fahre bestimmt keine 15 Kilometer wegen 50 Cent. Also das würde irgendwie null Sinn wirklich ergeben, oder? Naja, egal. Weiter geht's. Burger, genau. Hat sich die Selin gewünscht. Und ich habe mir gewünscht, eine Reispfanne mit Salat. Ja, jetzt würde ich aber sagen, wir starten. Irgendwie stotter ich hier voll rum. Keine Ahnung. Einmal Salami-Baguette für den Christian, für wenn es die Kartoffelsuppe gibt. Jawohl, ja. Dann habe ich eine Intermezzo bestellt, einfach so für die Truhe. Ich finde, die Intermezzos, die schmecken echt richtig lecker. Die sind besser wie eine Pizza. Ja, und haben auch nicht gleich ganz so viele Kalorien. Dann einmal Backofen-Kroketten durften mit. Und für die Kinder habe ich nochmal Chicken Nuggets bestellt. Genau, richtig. Und dann habe ich einmal gefrorene Petersilie. Auch wenn ich nicht raus darf, Latte Macchiato musste trotzdem mit. Dann haben wir noch was fürs Brot. Einmal von Mireille, da habe ich jetzt den mit Knoblauch genommen. Essen die Kinder zurzeit auch total gerne mit Paprika- oder Karottensticks. Dann noch für die Tiefkühltruhe habe ich Frühlingsrollen 2 Stück mitgenommen. Was knallt denn hier so? Echt verrückt. Naja, ich bin halt nicht allein daheim, ne? Wir sind alle 5 zu Hause. Dementsprechend kann es sein, dass ihr leichte Hintergrundgeräusche hört. Dann habe ich einmal Butter, wie immer die Streichzarte ungesalzen. Und einmal von Almette meinen Lieblingsfrischkäse mit Kräuter. Das war es tatsächlich schon an Kühlprodukten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe wesentlich mehr bestellt. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Es war ein komischer Einkauf dieses Mal. Machen wir weiter mit Obst und Gemüse. Einmal Eisbergsalat. Dann habe ich einen Kopfsalat. Guck mal, wie klein der ist. Der ist irgendwie voll niedlich. Gut, auf der Kamera kommt er jetzt gar nicht so klein rüber, wie er eigentlich ist. Naja, auf jeden Fall ist er sehr klein. Dann habe ich wieder 2x Paprika bestellt. Insgesamt 8 Stück. Überwiegend zum Kochen und zum Snacken. Dann für ein Gericht habe ich Lauch
gleich zwei Stangen. Dann durfte noch ein Kilo Bananen mit. Letzte Woche wurden sie wieder gegessen und deshalb ja, habe ich leider mal welche mitgenommen. Dann zwei Salatgurken. Ich habe auch noch zwei da. Dann durften einmal Äpfel mit. Da habe ich mich jetzt für die entschieden. Ich weiß nicht warum, aber zumindest beim Rewe online gibt es keine Pink Lady Äpfel. Ihr wisst ja, dass wir die eigentlich am liebsten essen. Dann durften mit Tomaten. Genau richtig. Einmal Orangen. Ich liebe Orangen zurzeit. Echt, das ist meine Schokolade im Winter. Ich weiß nicht warum. Ich sitze jeden Abend da und esse mindestens eine Orange mittags nach dem Mittagessen und da fallen sie schon alle raus. Genau, also Orangen. Ich liebe das über alles und Orangen sind ja auch so vielseitig einsetzbar. Ich habe euch letztes Jahr schon Orangen-Hacks abgefilmt. Ich verlinke euch das mal hier oben. Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist Wahnsinn, was man alles mit Orangen anstellen kann. Und die Schalen werden auch wieder verwendet. Genau, also guckt es euch gerne mal an. So, dann haben wir noch Zitrone. Einmal für ins Wasser und für die Schnitzel. Und dann durften noch einmal Kartoffeln mit. Jawohl, ja. So, das war Obst und Gemüse. Jetzt muss ich mir hier noch ein bisschen Platz machen. Jetzt kommt was, was nicht von Rewe ist, und zwar Milch hat die Schwiegermama mir, ja, 6 Stück mitgebracht, genau, von Landfein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Landfein ist, das Penny, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Genau, wie gesagt, 6 Mal Milch. Dann war sie, oh, Moment, der Herd ist angegangen. Dann war sie für mich kurz beim Teddy und hat mir Schneespray mitgebracht. Ich will ja demnächst mal mit der Weihnachtsdeko anfangen. Ich versuche es noch so ein bisschen zu ziehen. Auf jeden Fall brauche ich das. Und da sie eh zu Teddy musste, habe ich sie gefragt, ob sie mir das bitte mitbringt. Und Basteldraht. Genau, ist leider der falsche, aber macht nichts. Wird auch irgendwie verwendet. Blumendraht habe ich eigentlich gebraucht. Genau, war wahrscheinlich einfach ein Kommunikationsproblem, weil Christian mit ihr gesprochen hatte. Hätte ich vielleicht besser selbst tun sollen. Naja, ist ja auch egal. Dann habe ich was Süßes mitgenommen. Das erste Mal in diesem Jahr Lebkuchen. Und für den Christian habe ich Spekulatius gekauft. Der mag unheimlich gerne Spekulatius. Christian ist überhaupt nicht der Fan von Naschereien in der Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier in der Weihnachtszeit, aber Spekulatius isst er ab und zu mal ganz gerne. Dann habe ich ja, diese Teile mitgenommen. Unicorn Fruit Loops von Kellogg's, die hatten wir so lange schon nimmer. Und die Sophia, die gesehen, als ich das Zeug bestellt habe, habe ich gesagt, ja, sie darf die mal wieder nehmen. Eigentlich hatte ich eine andere bestellt, und zwar von Eiskönigin. Opa, hab irgendwie die bekommen. Genau, naja, egal. Wir sind froh, dass wir überhaupt hier was jetzt zu essen da haben, gell? Da darf man sich nicht beschweren. Da merkt man einfach mal, wenn man nicht mehr raus darf, weiß man die Dinge wieder ja viel mehr zu schätzen. Also wir mussten jetzt eben zum Beispiel einen Brief verschicken. Und wenn du nicht mal vor die Tür darfst, diesen Brief in den Briefkasten einzuwerfen, das ist halt, ne? Wenn du dann immer halt auf andere angewiesen bist, ist halt echt doof. Und das war jetzt was nicht warten konnte, weil Celine hat ja ganz viele Wochen jetzt eine Präsentation mit ihren 2 Freunden ausgearbeitet. Und die halten so jetzt die Tage, und dadurch, dass Celine halt jetzt nicht in den Unterricht darf wegen der Quarantäne, mussten wir denen jetzt irgendwie den Stick zukommen lassen. Hat jetzt auch die Schwiegermami gemacht. Eieiei. Ja, 2-mal Vollkorntoast. Dann haben wir Meerkornschnitten. Die sind ja, glaube ich, auch länger haltbar, weil eigentlich wollte ich die Woche mal wieder ein Brot selbst backen. Habe ich auch schon so lange nicht mehr gemacht. Dann Kaffeecrema, und der kam genau richtig. Ich glaube, noch 1-2 Tässchen und dann habe ich keine Kaffeebohnen mehr. Das wäre mein Untergang. Das ist absoluter Untergang, wenn es keinen Kaffee mehr gibt. Dann habe ich diese Reiswaffel noch bestellt. Die isst die Sophie so gerne mit Butter. Dann habe ich ja, für die Burger 2-mal Burgerbrötchen. Wir haben die auch mal selbst gemacht, aber irgendwie haben die geschmeckt wie Dampfnudeln. Also irgendwas ist da schief gelaufen. Dann haben wir 10 frische Eier. Für die Schnitzel 1-mal Paniermehl. Jawohl. Dann habe ich Jalapenos bestellt. Die möchte ich in die Reispfanne mit reinmachen. Und bevor jetzt Fragen kommen zur Reispfanne, ich verlinke es euch mal hier oben. Ich habe euch da letztens erst mitgenommen, als ich die gemacht habe. Gibt es bei uns öfters, weil ich liebe ja so Sachen. Ne? Ja, dann habe ich einmal saure Gürkchen mitgenommen mit Kräuter. Seht ihr, das habe ich gar nicht gesehen im Internet. Naja, keine Ahnung. Für die Adventskalender habe ich noch was bestellt, weil ich dachte, das ist jetzt doch ein bisschen wenig. Und ich habe es euch ja versprochen, sobald ich das jetzt mache, nehme ich euch selbstverständlich mit.
Und zwar habe ich einmal Chupa Chups genommen, diese Zungenmaler sind das, für die Adventskalender, und einmal Mau am Mix. Und muss ich euch noch sagen, Riesenankündigung hier, am Donnerstag, jetzt am Donnerstag starten wir gemeinsam in die Vorweihnachtszeit. Ich freue mich so riesig, dass es jetzt endlich losgeht. Ihr wisst ja, oder wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass Weihnachten, das ist einfach meine Zeit im Jahr. Ja, ich freue mich einfach drauf, und am Donnerstag und am Sonntag bekommt ihr ein Video zu sehen, wo ich wirklich jetzt wochenlang dran saß. Und ich hoffe so sehr, dass es euch gefällt. Ich habe wirklich so viel Mühe, so viel Herzblut und so ultra viel Zeit in dieses Video gesteckt. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. So, machen wir aber mal weiter mit Foodhol. Spitzen Langkornreis, wie immer, ne? Von Reisfit, genau. Dann einmal Zucker ist mir ausgegangen für die Pfannkuchen. Dann habe ich Selinchen und Janis wieder was bestellt. Und zwar einmal von Maggi, dieser Nudelsnack mit Huhn. Und einmal von Yam Yam Asian Cuisine. Genau, Maggi für Janis, Yam Yam für Selin, weil Janis mag Yam Yam jetzt nicht mehr auf einmal. Dann hat sich Selinchen noch ein Monster bestellt. Und nur noch zwei Sachen. Einmal wieder so eine kleine Dose Mais. Die kommt ja an den Reis. Genau, Mais, Reis, reimt sich, yay. Und einmal Sonnenblumenöl. Genau, richtig. So, jetzt schaue ich mal, aber nee, das war es tatsächlich. Yes. Und dann hoffe ich, dass ich euch nächste Woche endlich mal wieder in Lidl-Haul raushauen kann. Ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall wieder mal so super gerne einkaufen. Das war jetzt, ich glaube, die dritte Woche, wo ich nicht einkaufen war, wo ich immer beim Rewe bestellt habe. Aber auch das lernt man zu schätzen. Ich gehe nicht überhaupt gar nicht gerne einkaufen, ne? Aber trotzdem, es fehlt trotzdem irgendwie was. Das ist ganz komisch. Naja, noch 5 Tage, dann haben wir es geschafft und dürfen wir auch wieder vor die Tür. In diesem Sinne, meine Lieben, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Donnerstag mit dabei seid. Und sage bis dann. Ciao.